Division, der dritte gegen den ersten, letztes Meisterschaftsspiel 2:2. Warum die Vorarlberger auf den Fußballplatz gegangen sind, das war ganz klar. Man war Sanchez schauen und 3500 Zuschauer so ungefähr, die waren auf dem Fußballplatz. Und da ist er, der Mexikaner, der ja mit seinen zwei Toren gegen die Vienna am Mittwoch bereits einen tollen Einstand in Österreich gefeiert hat. Die Linzer also in den blauen Dressen von rechts nach links in Bestbesetzung. Bei Lustenau fehlt der seit längerer Zeit verletzte Johannes Kleer. Beide Teams beginnen recht vorsichtig, die erste Torszene erst nach einer Viertelstunde. Martin Unger im Nachfassen. Die Lustenauer werden immer stärker. Fehler von Helmut Zeller und der erst 18-jährige Peter Pawlowski. Hugo Sanchez kommt kaum ins Spiel. Hier wird er von Gerald Messländer gestoppt. Dann Lustenau über Peter Letocha. Andi Lipper kommt von hinten und Endstation bei Thomas Laschinger. Die Lustenauer brauchen einfach zu viele Chancen. Dann einer der seltenen Angriffe der Linzer. Herbert Linnemeyer. Und da ist Hände. Das ist klar die Entscheidung. Nochmals in der Zeitlupe. Jeff Geiger, der Lustenauer Verteidiger, fährt jetzt mit der Hand zum Ball. 11 Meter. Ronald Brunnmeier tritt an. Nach 34 Minuten das 0:1, eine eher glückliche Führung für die Linzer zu diesem Zeitpunkt. Hugo Sanchez gratuliert, sonst gibt es von ihm nicht allzu viel zu sehen. Er hat kaum 10 Ballkontakte in den ersten 45 Minuten. Dann Achtung, Handspiel von Didier Frenier, und weil er bereits gelb gesehen hat, gibt es gelb-rot. Eine harte Entscheidung. Die Linzer also ab der 42. Minute mit nur mehr 10 Mann. Trainer Heinz Hochhauser reagiert in der Pause, er nimmt den doch enttäuschenden Hugo Sanchez heraus, bringt für ihn Harald Gschneidner und verstärkt damit die Abwehr. Auch die zweiten 45 Minuten sehr kampfbetont, die Lustenauer machen Druck, die Chancenauswertung aber wie in den ersten 45 Minuten sehr mangelhaft. Peter Letocha im Zusammenspiel mit Joachim Moizzi. Und da ist die Entscheidung klar, das ist 11 Meter, auch wenn der Linzer Torhüter abwinkt. Joachim Moizzi tritt an. Der Ball noch vor der Linie gehalten. Es bleibt also beim 0:1. Nur noch vereinzelte Angriffe der Linzer, Eckball Linnemeyer. Und da ist das 0:2 nach 67 Minuten. Torschütze ist wieder Ronald Brunnmeier. Zunächst Huspek per Kopf und dann Brunnmeier mit dem Fuß. Lustenaus Trainer Edi Stöhr bringt mit Schneider und Koch zwei frische Offensivspieler. Auch Libero Messländer geht mit nach vorne. Hier ist er am Ball gewesen. Noch einmal, und da hat er Pech an die Latte. Die Hoffnungen der 3500 Fans werden immer kleiner. Noch einmal Messländer und im Nachsetzen Martin Schneider. Die Linzer mit einer sehr konsequenten Defensivarbeit in der zweiten Hälfte. Sie haben ja nur 10 Mann. Und langsam aber sicher läuft den Lustenauern die Zeit davon. Kopfball Messländer. Das war zugleich die letzte große Chance für die Lustenauer. Der FC Linz gewinnt in Lustenau mit 2:0, und das, obwohl Superstar Hugo Sanchez nur die ersten 45 Minuten spielte.
Na, ich war schon zufrieden mit Hugo seiner Leistung, nur war es so, dass wir einen Mann weniger hatten und ein Konterspieler ist der Hugo Sanchez sicher nicht und das war der Grund, warum ich ihn rausgenommen habe. Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Spiel. Austria Lustenau gegen FC Linz. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe gesagt, FC Lustenau, und wer die Rivalität im Lände zwischen den einzelnen Clubs kennt, weiß, welchen Fehler ich gemacht habe. Also ich bitte um Vergebung. Jetzt aber gleich zur nächsten Partie.